Ja, das Baustellenmagazin. Ja, hier sind früher die Ziegel gefahren, aber nach dem Hochwasser ist hier ja nichts mehr so, wie es vorhin war. Ja. Und deswegen zoome ich mal rein hier. Also hier bei dem Gestrüpp kann man noch ein bisschen den Schotter sehen. Ja. So. So, dann machen wir mal hier ein Stück vor. Ja, hier hat auch wieder eine Brücke, wo das technische Hilfswerk, also Hilfswerk gebaut hat, DAW. Und die haben jetzt hier an den Masten hier mit Spanngurt festgemacht. Ja, und hier haben wir Holz, ne, als Fahrbahn. Ja, und hier ist die A. Ja, wie man sieht, da ist sogar drin schwimmen, ja, wenn sie ruhig ist. Ja. So, wir können das Auto hier vorbeilassen. Ja, hier drüben haben sie Rohre verlegt. Um die A weiter fließen zu lassen zu können, haben sie ja einfach ein paar Rohre verlegt, weil hier ja drüben war ja auch eine Brücke und die muss man ja auch mal wieder bauen. Ja. Deswegen haben wir hier die Rohre hinverlegt. Ja, und deswegen steht da drüben auch, ja, in der Häuserung, ein Baugerät. Ja. Und hier drüben haben wir gleich das nächste Baugerät. Ja, wenn man sich das mal überlegt hier, das ist alles unter Wasser gestanden. Ja, und hier drüben steht schon ein Kran. Drehturmkran. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir mal weiter hin. Hier ist der Peter. Ja. Hier mit seiner Kamera macht er hübsche Bilder. Zwei Bilder schon? Ah ne, zwei Kameras. Ja. Hier hat er die kleine Schnuckliche hier. Na, könnt ihr das sehen? Hier ist sie. So, dann gehen wir mal weiter. So. Um ein bisschen die Musik hier zu überdrehen, tonen, tue ich einfach mal ein bisschen labern. Nicht, dass ich, YouTube hier noch mein Video sperrt. Ne? Muss ich jetzt halt ein bisschen reden mit euch. Aber das mache ich ja gerne. Ne?
Ja, und das hier dürften Steine sein für den Bahnhof, denke ich mal. Weil hier war ja auch ein Bahnhof. Ja, und da laufen wir jetzt ab, da ups, ab. Und dann sieht es noch. Einfach kommen vorbei. Ja, hier haben sie auch ein paar Spundwände und noch Rohre für das Bohrgerät. Und hier auch nochmal Spundwände. Ja, und es ist nicht übersehen, dass Leonard Weiss hier das Ganze macht hier, bei einmal hier und einmal hier drüben in doppelter Ausfertigung. Und Westenergie sorgt hier für Strom, denke ich mal. Ja, wir sind übrigens hier in Dernau, wo ich ja am Mittwoch gesagt habe, dass wir hier nochmal vorbeikommen. So, jetzt lehne ich euch mal kurzerhand hier an, weil ich mal kurz was trinken muss. Und der Peter hat mich wieder beim Trinken fotografiert. So. Aber er ist jetzt bereit, hat mir geholfen, die Flasche da reinzufummeln. So. Also hier noch ein Haufen Schaltafeln. Na, ja, ich könnte mal wieder ein bisschen raus. Ja, jetzt bin ich gleich beim Anschlag hier. Schalthafen, Diele, also alles, was man braucht. Vierkanthölzer. Ich könnte mal die Kamera wieder ein bisschen weiter nach unten stellen. Jetzt seht ihr mir, wenn ich hier die Kamera trage. Ja, und hier kommen die ersten Bewährungseisen. Ja, also auf unserer Tour hier durch das Ahrtal werden wir wahrscheinlich öfters mal so kurze Videos drehen für das Baustellenmagazin und dann das Video beenden und dann auf die andere Seite gehen und dann fürs Magazin weiterfilmen. Na?
Also so wird es jetzt das Ganze hier laufen, nur dass ihr es mal wisst. Ne? So, hier sind die Bewährungskörbe für die Bobwelle, aber wie man von Stuttgart kennt, sind die gar nicht so, da haben die gar nicht so einen Durchmesser. Ne? Also wenn man die aus Stuttgart kennt, die waren da irgendwie ein bisschen breiter. Ne? Na gut, vielleicht reicht das für Brücken. Ne? Also ihr dürft gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr da mehr Ahnung habt als ich. Na? Himmel und Pappisch ist ja natürlich auch noch mit von der Partie. Ja, und da sind wir natürlich auch noch mit drauf hier. So. Heute noch Plan, morgen schon Zukunft. Also ich denke mal, das bezieht sich auf die Ahrtalbahn. Ja, wir haben hier einige Baustellenzugfahrten. Hier haben wir den Schotter, den sie hier weggenommen haben und wahrscheinlich auch wieder verwerten werden. Ja, und hier kann man es lesen. Wiederherstellung der Weinbaubrücke. Dieses Projekt ist ein Teil des Wiederaufbaus der Ortsgemeinde Dernau infolge der Flutkatastrophe Juli 2021, gefördert durch den Wiederaufbaufonds mit finanzieller Unterstützung des Bundes und der Länder. So, wisst ihr das auch? Aber dazu sage ich später auf der anderen Seite noch was. Also wenn ihr genau wissen wollt, was ich da sage, dann schaut einfach mal bei mir aufs Magazin vorbei. Hier haben wir das zweite Baugerät, was hier rumsteht, also insgesamt das dritte, würde ich mal sagen. Ja, ist aber gerade nicht in Action, würde ich sagen. Ja, und die Bahngleise ging praktisch hier entlang. Wir laufen praktisch jetzt hier auf den Bahnhof zu. Ja, hier haben sie schon, ja, ich sag mal, die Bodenplatte gebaut hier und natürlich hier den
die Infrastruktur für Kabel und so weiter. Also das liegt auch schon fast drin hier. Aber ich denke mal, hinter dieser Betonmauer, oh, jetzt habe ich das böse Wort gesagt, hinter dieser Betonwand wird wahrscheinlich die Trasse eigentlich vorbeilaufen. Oder eins daneben, eins hier. Aber da steht ja der komische Baum im Weg. Also denke ich mal, dass beide Gleise hier hinter dieser Betonwand vorbeilaufen werden. Ja, hier haben wir auch wieder diese Steine rumliegen. Hier wurde schon in den Ring gesetzt. Ich denke mal für die Kabel. Ja, und jetzt dahinter passt wahrscheinlich noch den Einsatz. Ja, und hier haben sie auch schon mal ein Stückchen betoniert. Aber für was das im Einzelnen ist, müssen wir abwarten, kann ich euch jetzt aus dem Stegreif nicht sagen, weiß ich nicht. Ich sehe es halt bloß als kleine Sauberkeitsschicht, sage ich mal. Und müssen wir mal schauen, was da entsteht. Aber das zieht sich halt hier weiter nach vorne. Und hier drüben haben sie auch diese Steine schon eingesetzt. Das könnte natürlich durchaus möglich sein, dass das der Bahnsteig ist von dem Bahnhof hier. Dass hier praktisch der Bahnsteig hinkommt. Also Bahnsteig 1, schätze ich mal. So, läuft ich euch noch mal in der Zaun hin. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Weil das wäre ja ein extrem langer Bahnsteig. Weil ich zeige euch gleich mal, wo das Bahnhofsgebäude ist. Gehen.
Weil das hier ist das Bahnhofsgebäude. Und jetzt noch was für den Dirk. Also Dirk, ich bin jetzt gerade über die Hälfte. Und jetzt bin ich am Anschlag. So, also das jetzt nur für einen anderen YouTuber, den ich jetzt beim Peter seine Geburtstagsfeier kennengelernt habe, dem ich die Kamera gezeigt habe. Ja. Und ich würde mal sagen, wir sind locker, ja, 100 Meter weg, würde ich schätzen. Also, die Kamera kann schon was. So, dann gehen wir mal weiter. An der Stelle gehen wir liebe Grüße an den Dirk aus. Wenn ihr wissen wollt, was der für Videos macht, kann ich euch gerne mal den Kanal auch verlinken, weil der macht Lost Places, also verlassene Häuser und so weiter. Ja, und das gehört ja auch noch alles zu den Bahnsteigen, würde ich mal sagen. Ja, und hier auch was für die Infrastruktur, was schon fertig ist. Und hier noch was für die Kabel, die Schacht und wieder die Steine hier. Für den Bahnsteig, also denke ich mal, ne? Weil so sieht es zumindest danach aus. Ja, und hier kommen dann die weißen Steine oder Steine als Begrenzung, bevor der Bahnsteig zu Ende ist, also wo auch blindengerecht sind. Und hier auch noch mal was für die Kabelkanäle. Die Kabelschächte. Und die Traktoren, wo ihr hört, das sind ja die ganzen Winzer, die hier aktiv sind.
kann halt auf der anderen Seite nichts mehr erkennen. Ob da mal eine Brücke wieder hinkommt, weiß ich nicht. Also ich kann es nur erahnen oder denken, dass es eine Brücke mal gewesen ist. Gut, ob das jetzt hier zweigleisig wird, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Weil das kommt mir hier alles ein bisschen klein vor. Muss man mal sehen, was hier Leonhard Weiß zaubert hier. Ja. Da vorne haben sie ein Erdlager errichtet, aber ich glaube, das sehen wir gleich noch ein bisschen besser. So, hier sieht man mal, was den Gehweg und die Gleise getrennt hat und was die Flut natürlich hier abgetrennt hat. Ja. Also man kann sagen, die Flut hat einen Schweißbrenner gehabt und hat das Kerzengerade abgeschnitten. Also praktisch da, wo es zusammengeschweißt war, denke ich mal, hat es die Flut getrennt. Hier sieht man noch einen Teil von der alten Schwelle, wo man auch sieht, dass hier wirklich mal ein Zug gefahren ist. Also das ist jetzt nicht so von mir erfunden, sondern hier fuhr mal ein Zug. Und wo die Flut kam, stand sogar noch ein Regionalzug in Ahrbrück im Bahnhof. Und er wurde leider auch mit überschwemmt. Ja, was ich ja nicht erzählen muss, was mit dem Zug passiert ist.
dass der Zug nämlich kaputt war, ne? Ja, und was das Traurige an der Geschichte ist, die Bahn hat nicht einmal Mittel, um so Züge zu retten. Ne? Also zum Abschleppen, zum Bergen. Da musste jemand kommen mit seinem Unimog, wo man auf Schienen setzen kann, um den Zug zu bergen. Gut, also das kann man jetzt nur von hier aus sehen. Hinten kommen noch größere Häufen. Deswegen werde ich es euch jetzt mal von hier aus zeigen. Also, hier da drüben haben sie Erdhäufen. Ob das jetzt noch von der Flut ist, kann ich euch gar nicht sagen. Sieht mir aber eher so danach aus. Hier ist kurz offen. Nutzen wir mal die Chance. Weil hier ist ja gerade kein Verkehr. Wir können uns da ein bisschen am Rand hinstellen. So, und dann seht ihr da drüben auch nochmal. Die Erdhäufen am besten. Ja. Und dann geht's hier drüben weiter. Ja, Leute. Das war's jetzt mal hier mit dem Video. Wir sind jetzt am Bahnhof Dernau angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat oder wieder abonnieren möchte, darf das gerne tun. Direkt hier unter dem Video findet ihr beides. Wenn ihr Kommentare da lassen wollt, bitte in die Kommentarleisten. Ja, und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Hemme. Und wie immer, bleibt mir gewogen. Bleibt mir treu. Und was wichtig ist, Leute, bitte bleibt oder werdet gesund. Und ich denke mal, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Aber jetzt nach Rathal ist eine kurze Pause.
sage ich gleich, 14 Tage, weil ich muss mal wieder was für meine Beine tun. Die haben es mal wieder nötig. Die Zuschauer wissen ja, dass ich Wasser habe. Deswegen brauche ich nicht nochmal erwähnen. Ja. Und dann bin ich auf der Gamescom Mitte August oder Ende. Die zweite, vorletzte Woche im August. Aber wenn ich da wieder zurück bin, kommt drauf an, wann der Peter in den Schwarzwald fährt, dass ich dann den Tag drauf das erste Video nach langer Zeit in Stuttgart drehen. Also könnt ihr euch schon mal gespannt sein. Vorausgesetzt, und ich hoffe, ihr betet für mich, dass das Wetter toll ist, weil dann macht es noch mehr Spaß. Ja, und dann würde ich sagen, bis dahin, ciao, hier aus Dammau, aus dem Ahrtal, sagt euch der Hemme. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ciao, ciao.